Haben Sie das gesehen? Unglaublich, unglaublich, wunderbar. Ein ausgewachsener Buckelwal, der so hoch aus dem Wasser springen kann, habe ich auch noch nie gesehen. Bis zu 30.000 Buckelwale treffen sich vor der Westküste Australiens. Die Forscher wollen alles über sie wissen. Alter, Größe, Gewicht. Aber wie wiegt man eigentlich einen Wal? Die Tiere lassen sich ja im Wasser schlecht auf die Waage stellen. Die Forscher haben deshalb eine ganz besondere Methode entwickelt. Die Wale kommen nach Australien, um hier in den geschützten Buchten ihre Jungen zu bekommen und großzuziehen. Für die Walkuh ist das eine ziemliche Strapaze. Sie nimmt rapide an Gewicht ab. Während der ganzen Zeit, in der sie das Kalb säugt, bekommt sie selbst gar nichts zu futtern. Forscher würden gerne genau wissen, wie viel Gewicht die Wale verlieren. So wollen sie den Gesundheitszustand der Wale überwachen. Aber wie wiegt man eigentlich einen Wal? Damit, mit einer Drohne. Riesengroße Wale mit winzigen Drohnen wiegen. Hört sich seltsam an, ist aber ziemlich genial. Normalerweise müsste ein Wal schon tot oder zumindest betäubt sein, um ihn auf eine Waage zu bringen. Mit den Drohnen aber können die Forscher die Tiere wiegen, ganz ohne sie zu stören. Und während meine Drohne noch auf der Suche ist, zeige ich Ihnen mal, wie die Wissenschaftler das machen. Die machen mit ihren Drohnen solche Fotos von den Walen, und zwar am Anfang der Saison und am Ende. Und dann legen die über die Fotos so ein Raster. Mit Hilfe des Rasters können sie dann genau das Volumen des Wals berechnen, um wie viel das abgenommen hat. Und daraus können sie ableiten, um wie viel sich das Gewicht verringert hat. Eigentlich ziemlich simpel, oder? Noch ist die Methode in der Versuchsphase. Die Hoffnung ist, das Gewicht irgendwann so genau bestimmen zu können, dass sie kleinste Veränderungen bemerken können. Um die Drohnen zu fliegen, braucht man eine Menge Erfahrung. Deshalb lässt Dirk selbst besser die Finger davon. Geil! Noch alle Finger dran.